Wunderschönen guten Abend, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier auf meinem Kanal. Bei mir bekommst du tägliche Chart-Analysen, meine persönlichen Prognosen, meine Trade-Einstiege zu Bitcoin, Ethereum und einmal die Woche ein großes Altcoin XXL Special mit all deinen Lieblings-Altcoins. Und wenn du noch nicht Teil dieser geilen Community bist, dann lass doch gerne das kostenlose Abo da, einen Kommentar, ein Like, die Glocke natürlich auf alle stellen, damit du benachrichtigt wirst, sobald ein Update-Video hochgeladen wird. Und wenn du das gemacht hast, gehen wir natürlich in die Analyse. So Leute, wir fangen an. Bitcoin wieder kurzen oder kleinen Timeframe, 15 Minuten. Und gestern mit der Fed-Zinsentscheidung und der Rede von Herrn Paul haben wir das bekommen, was ich erwartet habe, aber nicht in dem Ausmaß, das ich erwartet habe. Wir hatten eine Korrektur gesehen, das war ja das, was ich präferiert habe. Korrektur war dann im Endeffekt knappe 4,3%, also nichts der Rede wert eigentlich. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir hier weiter runtergehen in diesen Trendwendebereich. Der geht von 41.200 US-Dollar bis runter zu 40.300 US-Dollar. Meine Order liegen immer noch hier. Wenn wir uns diese Bewegung aber jetzt anschauen, wir sehen hier, wir sind hier in einem Abwärtstrend. Und wenn wir uns unsere Fibonacci nach SK ziehen, werden wir auch etwas sehen. Und zwar, wenn wir dieses High nehmen, dieses markante Low zu unserem nächsten High ziehen, seht ihr, wir hätten hier eine Sequenz oder wir haben eine Sequenz, die ist aktiv, die hat Ziellevel genau hier in diesem Bereich, wo mein Trendwendebereich liegt, wo meine Long Order platziert ist. Machen wir jetzt auch noch in Rot. Ja, das wäre das hier. Also deswegen, ihr habt schon im Thumbnail gelesen, ich gehe noch nicht davon aus, dass das mit der Korrektur war. Ich gehe noch davon aus, dass wir hier nochmal ein Lower Low sehen sollten in diesem Bereich hier, der uns hier in diesem Bereich bringen sollte und danach hier auf dem kurzfristigen, auf dem kleinen Timeframe eine Erholung sehen sollten. Die Levels, wo wir jetzt halten müssen, müssen wir das hier auf die Seite machen. Oder wo jetzt nach unten hin genommen werden müssen, sagen wir es mal so, ist das hier. Und zwar dieser Bereich von 42.800 bis 43.100 US-Dollar. Wir haben auch schon hier einmal raus reagiert. Ihr seht hier, der Markt geht hoch. Reagiert hier erstmal aus diesem Bereich nach unten. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich das hier für euch immer größer mache, weil gerade bei den Shorts-Videos sieht man es so schlecht am Handy, ist mir aufgefallen. Also der Markt geht hier runter, geht hoch, genau zum 55,9er, reagiert hier erstmal. Und jetzt gucken wir mal, ob die Korrektur weiterhin nach unten vollzogen wird. Ja, sieht erstmal hier natürlich diese Abwärtsbewegung sehr, sehr korrektiv aus. Das ist sehr gut. Das wollen wir sehen hier. Wir wollen keinen Impuls nach unten sehen, sondern eine korrektive Bewegung. Und das wäre erstmal zu Bitcoin eigentlich soweit. Übergeordnete Ziellevel sind ja seit Wochen, Monaten klar. 50 bis 57.000 US-Dollar gehe ich davon aus. Ob wir jetzt hier noch die größere Korrektur sehen, die uns in den Bereich von 36.600 US-Dollar bis runter zu 32.500 US-Dollar bringen sollte, weiß ich nicht. Wir haben hier eine bullische Reaktion. Wir haben jetzt hier übergeordnet, sehen wir hier, wir bilden hier Higher Highs und wenn wir hier aus diesem Trendwendebereich, aus diesem grünen nach oben reagieren, dann bilden wir auch Higher Lows auf dem Chart und somit wäre es möglich oder eine Wahrscheinlichkeit oder wahrscheinlicher, dass wir hier aus diesem Trendwendebereich schon frühzeitig reagieren und nach oben durchziehen und dann halt erst die große Korrektur kommt, wenn wir die 50.000 US-Dollar mindestens anlaufen. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir in dem Bereich von 54 bis 55.000 US-Dollar landen sollten langfristig. Nicht heute oder morgen, sondern es wird noch ein paar Wochen dauern. Gucken wir mal, was der Markt jetzt hier macht. Wie gesagt, kurzfristig ist das hier. Langfristige Szenarien sind ja bei jedem klar. Wir beobachten heute das hier. Meine Long Order liegt immer noch bereit. Wie gesagt, und schauen wir mal, was der Markt jetzt hier macht. Bei Ethereum
Unser Long-Einstieg wurde schon getriggert. Hier einmal, Markt kommt zurück, holt sich das attraktivste Kauflevel, das 66,7er, hier bei Ethereum. Die Leute, wo hier eingestiegen sind, je nachdem, wo man eingestiegen ist, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier runtergehen. Wir bilden auch bei Ethereum jetzt hier, ihr seht hier schon eine kleine Trendwende auf dem Mikrochart. Wenn wir uns das anschauen, wir bilden hier Higher Highs und Higher Lows. Gucken wir mal, ob der Markt von hier aus kein neues Low bildet, sondern von hier aus direkt nach oben zieht. Der Markt darf aber hier noch einmal kurz reinstechen auf die 2230 US-Dollar ungefähr und sich ein neues Low holen. Darf er, will ich aber eigentlich vom Markt nicht mehr sehen. Kurzfristig, ja. Und auch bei Ethereum, wenn wir uns langfristige Szenarien anschauen, wisst ihr alle Bescheid. Ziellevel bei Ethereum sind knapp 3000 US-Dollar bis hoch zu 3400 US-Dollar. Auch schon seit Monaten dieses Szenario. Eine Korrektur in dem Bereich von 2095 bis runter zu 1800 US-Dollar ungefähr ist nach wie vor möglich. Ja, müssen wir gucken. Das hängt alles jetzt hier an diesem Level unter anderem ab, ob wir das hier halten bei Ethereum. Diese blaue Zone, wo wir hier eingestiegen sind, Long. 2279 US-Dollar bis runter zu 2240 US-Dollar. Wenn das hält, hätten wir wahrscheinlich eine Trendumkehr und der Markt würde hier weiter nach oben ziehen. Würde auch für die vermeintliche Altcoin-Season sprechen. Ist immer noch, glaube ich. Müsste ich mal bei Patrick schlau machen. Der kennt sich da eher aus. Ich beobachte das nicht, weil ich bin Analyst. Ja, also soweit zu Ethereum. Gibt es hier auch nichts zu sagen. Trendumkehr ist jetzt, Stand jetzt, erfolgt. Gucken wir mal, wie es weitergeht, auch bei Ethereum, bei Bitcoin. Wir müssen nicht tiefer gehen, aber ich präferiere es, ja. Sonst Altcoins, AVAX ist knapp vor unserem Trendwendebereich nach oben gezogen, ja. Wie gesagt, alle Trading-Setups, wo ich präferiere, wo ich den Markt für gesund halte, gibt es kostenlos in meiner Telegram-Gruppe, alles öffentlich zugänglich. Deswegen genießt es, nutzt diese Möglichkeit des kostenlosen Einstieges, gibt es sonst nirgends in Deutschland. Und ich würde sagen, das war's auch schon. Wie gesagt, Altcoins zum Großteil ausgelöst. Cardano ist in unserem Trendwendebereich nach wie vor, aber er muss ich nicht sagen, guckt in die Telegram-Gruppe, ist alles for free noch. Gucken wir mal, wie lange ich das noch mache. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Update-Video. Ja, und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend und macht's gut. Bis dann und ciao, ciao, Leute.